Du? Es ist nicht Jürgen. Ihr Mann ist es. Kommen Sie rein. Ist er betrunken? Ja. Wo hast du das Geld her? Was für Geld? Zum Trinken. Ich bin nicht betrunken. Stockbesoffen sind Sie. Sehen Sie mal nach, Schwester. Was? Die erste Schublade links. Hast du das Geld rausgenommen? Ganz hinten muss es sein. Das ist für Medikamente. Das rührst du nicht an. Ist es das hier? Ja. Geben Sie es her, Schwester. Muss sie sich das Geld tatsächlich unter das Kopfkissen stecken? Was für ein Mensch sind Sie nur? Ihre Frau ist krank und Sie haben nichts Besseres zu tun, als sich zu besaufen. So, jetzt halten Sie den mal. Und nehmen Sie das in die andere Hand. Können Sie 20 Tropfen abzählen? Dieser Suff kommt doch nicht. Versuchen Sie es. Sie müssen Ihrer Frau alle 2 Stunden 20 Tropfen geben. Nicht mehr und nicht weniger. Ich bin in 2 Stunden wieder da. So. Jetzt nehmen Sie das. Legen Sie sich ins Bett. Sie schlafen ja schon im Stehen. Jemand gesehen, laufen gesehen. Da müssen doch Leute gelaufen sein. Verstehen Sie was von erster Hilfe, Schwester? Was ist passiert? Er hat eine Wunde. Sie haben ihn niedergestochen. Herr Koschmann. Der verblutet ja, oben liegt er. Schwester. Schwester, kommen Sie. Oder nein? Nein. Die Spuren wegen der Polizei, die müssen ja bleiben, gehen wir hier herum. Bitte, Schwester. Sehen Sie denn nicht, dass er tot ist? Hallo.
Ich lasse die Terrasse gerade noch mal untersuchen. Also, der Tote heißt Robert Kroschmann, 46 Jahre alt, Kaufmann. Und ihm gehörte das Haus hier? Ja. Ein erfolgreicher Kaufmann also. Ja, der Mann hat eine Hutfabrik. Er ist unverheiratet, das heißt geschieden, aber schon ziemlich lange. Lebt allein in diesem Haus mit einem Verwalter-Ehepaar. Das ist der Mann. Und wer ist die Schwester? Das ist eine Augenzeugin. Warte noch draußen, ich bin noch nicht dran. Komm nicht rein. Ja, ja. Ja, sehr verständlich, Herr Hofgang. Sind wir über die Terrasse rauf, haben das Fenster eingeschlagen und haben gleich angefangen, alles zu durchsuchen. Kroschmann hat die Einbrecher gestellt und wurde von ihnen erstochen. Pepper ist mein Name. Ist sie nicht gut, Schwester? Ein Toter, ein Mord, wie kann mir da gut sein? Ja, Sie haben also alles wollen Sie lieber draußen in der Halle warten? Nein, nein, danke, es geht schon. Nein, ich wurde wach, ich hatte Geräusche gehört, ein Fenster oder eine Tür. Ich habe gleich meine Frau geweckt, ich habe gesagt, du, ich fürchte, es sind Einbrecher im Haus. Wo schlafen Sie? Im Souterrain. Ich bin dann vorsichtig raufgegangen und habe Herrn Kroschmann geweckt. Wo ist das Schlafzimmer? Ganz oben, wenn ich vorgehen darf. Die Treppe, Frau. Ja, Herr Kroschmann zog sich was über. Das, was er jetzt anhat. Und dann standen wir hier, genau an der Stelle. Und er sagte tatsächlich, weil er es jetzt auch hörte, dass da welche im Zimmer waren, er machte mir Zeichen, runterzugehen, von unten zu telefonieren. Wir haben nämlich noch ein Telefon in der Küche, müssen Sie wissen. Und er? Wollte ins Arbeitszimmer die Einbrecher überraschen. Ich machte ihm Zeichen, zu warten. Aber er winkte ab und schob mich runter. Ich lass mir doch die Bude nicht leer klauen, flüsterte er. Das ist Ingrid, meine Frau. Ja, ich gehe also, ich laufe ganz leise runter in die Küche und rufe die Polizei an. Aber während ich noch telefoniere, geht oben der Krach los. Herr Kroschmann ist einfach reingegangen und schrie. Du hast gehört, wie er schrie? Ja. Ja, da bin ich einfach rauf, ohne erst lang nachzudenken, ins Zimmer rein, wie ein Verrückter. Sie türmten gerade, zwei, drei, habe ich gesehen, sprangen die Terrasse runter. Ja, und dann sah ich ihn erst liegen. Er rührte sich gar nicht mehr, stöhnte nur. Weiter? Ja, dann bin ich dann raus, durch die Terrassentür, bis auf die Straße bin ich gerannt, aber ich... Hat niemand mehr gesehen. Nur die Gemeindeschwester stand da. Sie sind die Gemeindeschwester? Schwester Ignatia, ja. Was haben Sie gesehen, Schwester? Hat er es nicht erzählt, der Herr Pepper? Herr Pepper sagt, er hat Sie draußen auf der Straße gesehen. Ja. Sie sind mit dem Fahrrad vorbeigekommen. Ja, das stimmt. Ja, aber dann müssten Sie doch... Setzen Sie sich doch hierher, Schwester. Da müssten Sie doch irgendetwas gesehen oder gehört haben. Licht oder Hilfeschrei oder irgend sowas. Ja, das habe ich gehört. Ja, aber der Herr Pepper meint, Sie müssten die Einbrecher auch gesehen haben. Ja, ich habe Leute von der Mauer auf die Straße springen sehen. Aha. Können Sie sie beschreiben? Nein. Wenn Sie sie gesehen haben. Es war ja Nacht. Aber die Alarmbeleuchtung brannte, es muss doch taghell gewesen sein. Nicht hell genug. Waren es jüngere oder ältere Leute? Ich nehme an, dass es jüngere Männer waren. Warum nehmen Sie das an? Weil sie wie Katzen gesprungen sind, ohne sich die Beine zu brechen. Wie viele waren es? Drei, vier... Fünf vielleicht? Sie wissen es nicht genau. Wollen Sie mir nicht vielleicht auch einen kleinen Schock zubilligen? Ja, Entschuldigung, natürlich. Ich kann Ihnen nicht genau sagen, wie viele es waren. Und Sie können auch keine Beschreibung abgeben? Nein. Schatten in der Nacht. Sie liefen davon wie... Wie was? Es war wie ein Spuk.
Kannten Sie Herrn Groschmann? Jeder hier im Viertel kennt ihn. Er fabriziert und verkauft Hüte. Er ist Millionär. Man kennt Millionäre. Persönlich? Ich war einmal mit einer Spendenliste bei ihm. Unsere Orgel war kaputt. Er sagt, Sie kriegen eine neue Orgel von mir, wenn Sie ein Schild anbringen, dass ich der Stifter bin. So war er. Wie lange sind Sie Gemeindeschwester? 20 Jahre. Hier in dieser Gemeinde? In dieser. Kann ich jetzt gehen? Ich habe noch einen Besuch zu machen. Ja, natürlich. Danke, Schwester. Erlauben Sie, dass ich ein Gebet spreche? Ja, natürlich. Fahrrad. Ich bin mal mit einem Fahrrad gekommen. Ich hab's dort hingestellt. Da liegt eins. Ist das Ihres? Ja, wer hat denn das in den Dreck geworfen? Sie? Ich habe es nicht in den Dreck geworfen. Ich habe es beiseite gestellt. Ja, schon gut. Ja, nichts dafür, wenn es umgefallen ist. Ich habe ja gesagt, schon gut. Ohne Licht fährt sie auch noch. Chef, wir haben die Fußspuren. Chef? Ja? Wir haben die Fußspuren gesichert. Es handelt sich um 4 oder 5 Leute. Ja, fabelhafte Abdrücke. Dilettanten? Na, sagen wir besser mal so, sie haben sich nicht sehr vorgesehen. Werkzeug hatten sie auch nicht dabei. Das Glas von der Terrassentür haben sie mit dem Ellenbogen eingeschlagen. Aber ein Messer haben sie gehabt. Ja, was haben sie gesucht, wenn sie kein Werkzeug hatten? Verstehe ich nicht. Ah, natürlich. Das haben Sie gesucht. Aber Sie hätten ja gar nichts damit anfangen können. Bargeld. Die waren auf Bargeld scharf. Ja, und das haben Sie im Schreibtisch gesucht. Der ist nicht zu sehen. Ich meine, Sie waren nicht an Bildern, Teppichen oder Kunstschätzen interessiert. Also doch Dilettanten. Vielleicht, Ja? 4 Mann, Chef. 4 Mann und die sind hier eingebrochen wie die Elefanten. Die mussten doch einfach damit rechnen, dass Korschmann sie hört. Vielleicht wollten sie genau das, dass er aufwacht und reinkommt. Du meinst, sie wollten ihn umbringen? Tja, kann man das Ganze ausschließen? Dass Sie noch mal gekommen sind, Schwester. Ich hab's versprochen. Sie müssen doch müde sein. Ich bin nicht müde. Ach, da kommt Jürgen endlich nach Hause. Nehmen Sie das. Wo warst du, Jürgen? Wie, wo ich war? Wie spät ist es, Schwester? 2 Uhr. Es ist 2 Uhr, Jürgen. Na und? Deine Mutter darf sich nicht aufregen. Du weißt, dass sie sich nicht aufregen darf. Natürlich weiß er es. Aber es ist ihm egal. Seinem Vater ist es egal und ihm auch. Weißt du, dass ich sterben kann, wenn ich mich aufrege? Dann reg dich eben nicht auf. Halt den Mund! Zwei Uhr ist nicht zu spät. Er ist 19. So, jetzt bringen wir sie ins Bett. Oh, oh. Oh, oh. Komm, fass mit an. Na, komm schon! Was stehst du da? Hast du Angst, deine Mutter anzufassen? Komm, hilf mir. Jürgen! Wie er anfasst! Mein Gott, wie er anfasst! Wie soll ich denn? Hör auf, so zu sprechen! Macht ihm nichts aus, Sie sehen es, Schwester. Es ist ihm egal, ob ich mich aufrege oder nicht.
Es ist allen ganz gleichgültig. Ganz gleichgültig. So, geh raus. Ich zieh deine Mutter aus. Auch eine Schüssel mit Wasser. Draußen ist Wasser, da sind Schüsseln. Kroschmann ist tot. Haben Sie gesagt, dass Sie mich gesehen haben? Ich habe niemanden gesehen. Für wen tun Sie das? Weil sie nicht aufregen soll? Die stirbt so oder so. Sie hat Schmerzen, sagt sie. Ich bin so schrecklich besoffen. Jürgen, hast du eine Zigarette? Sofort, Dr. Bonsmann. Nimm mein Fahrrad. Nützt doch nichts. Ja. Bleiben Sie stehen, ich fahr schon. Wenn du deine Mutter umbringen willst, hast du wohl auch Kroschmann umgebracht. Sind Sie verrückt? Gesehen. Was weiß ich, was Sie gesehen haben? Gesehen, wie du über die Mauer gesprungen bist. Über welche Mauer denn? Die Mauer von Kroschmann. Ich bin über keine Mauer gesprungen. Und Kroschmann hat dir auch umgebracht. Das haben Sie gesehen? Du hast einen Menschen getötet. Was sagen Sie da? Bist du verrückt? Deine Mutter braucht einen Arzt. Verzeihen Sie, dass wir so früh kommen, aber wir müssen doch noch mal sprechen. Ja, natürlich. Bitte kommen Sie da rein. Ja. Ich frühstücke zwar gerade. Oh, es tut mir leid. Das werden Sie entschuldigen. Bitte, hier. Sie kennen ja den Weg hier. Ja, danke schön. Ja, hier, bitte. Hübscher Platz zum Frühstücken. Ja, nicht wahr? Frühstücken Sie immer hier? Nein, nur wenn Herr Kroschmann nicht da war. Hier, sonst. Bitte, Herr Kroschmann, immer gefrühstückt. Darf ich Ihnen vielleicht Kaffee? Nein, danke. Aber er ist noch warm. Nein, besten Dank. Wir haben noch ein paar Fragen an Sie, Herr Pepper. Aber bitte frühstücken Sie ruhig weiter. Wenn Sie es erlauben. Fragen, die Herrn Kroschmann betreffen, seine Person und seine Art zu leben. Seine Art zu leben, großartig hat er gelebt. Das ist ja auch kein Kunststück bei dem Geld, das der Mann hat. Sie sagen großartig. Was verstehen Sie darunter? Nichts ausgelassen. Das meine ich. Was ihm Spaß machte, das hat er gemacht. Jeden Spaß, den er bezahlen konnte. War nicht kleinlich. Er hat alles genossen, was ein Mensch genießen kann. Herr Pepper? Ja? Heute Nacht sind 4, 5 Leute hier in das Haus eingedrungen und haben Herrn Kroschmann ermordet. Wir haben allen Grund anzunehmen, dass es sich um keine professionellen Einbrecher handelt. Nicht? Wieso nicht? Aber es waren doch Einbrecher. Naja, aber keine Geschulten. Sie hatten kein Werkzeug bei sich und außerdem waren sie zu viert. Sowas gibt's gar nicht bei Berufsverbrechern. Ach so. Herr Pepper, hat Herr Kroschmann persönliche Feinde? Feinde? Ach, wissen Sie, ein reicher Mann hat überall Feinde, aber man zeigt es ihm nicht. Da würde man immer den Kürzeren ziehen. Dem hat keiner gezeigt, was er von ihm hielt. Nicht offen, jedenfalls. Und kennen Sie irgendjemand, der ein heimlicher Feind von Herrn Kroschmann gewesen sein kann? Absolut niemanden. Also, meine Herren, von mir können Sie nur erfahren, was sich gestern Abend hier abgespielt hat, wirklich. Das haben wir ja. Wo ist eigentlich Ihre Frau? Sie ist
Im Swimmingpool. Ingrid, du, Ingrid, da ist eine Frage aufgetaucht, ob Herr Kroschmann Feinde hatte. Persönliche Feinde, will man hier wissen. Weißt du etwas davon? Ich habe gesagt, dass mir darüber nichts bekannt ist. Weißt du, dass er dir etwas erzählt? Nein. Hat es Anrufe gegeben, anonyme Briefe? Nein, nein. Ich meine, fühlte Herr Kroschmann sich bedroht? Na, der doch nicht. Dem war das völlig gleichgültig. Da hat er einfach nicht darüber nachgedacht. Oder? Glaubst du? Nein. Sagen Sie, was sind Sie hier eigentlich? Der Hausmeister? Ich, ja, ich bin das, was man den Hausmeister nennt. Ich mache das Haus, den Garten, die Garage, Schwimmbad hier, viel Arbeit. Und Ihre Frau? Sie macht die Zimmer und sie kocht. Gut. Wie lange sind Sie denn schon hier? 2 Jahre. Waren Sie immer Hausmeister? Nein. Oder haben Sie noch einen anderen Beruf gehabt? Ich war in einem der Geschäfte von Herrn Kroschmann. Ach, Sie haben Hüte verkauft? Filialleiter. Da kam der Herr Kroschmann eines Tages und sagte, haben Sie nicht Lust, Pepper, zu mir zu kommen, nach Hause? Ich brauche jemanden, der sich um das ganze Haus kümmert. Ich will aber nicht so eine entsetzliche Hausmeistertype. Da ich so eine Type nicht bin, glaube ich, habe ich das eben erwogen. Ich habe überlegt, habe meine Frau gefragt, wollen wir das nehmen? Und Ingrid, nicht wahr? Sie sagte, ja, wenn du willst, ich verdiene besser, viel besser. Habe ich das gemacht, klar. Ja, na, dann kommen Sie doch noch mal mit hinaus, ja? Ja, gern. Also nochmal, Herr Pepper. Ja. Die Einbrecher sind hier heruntergesprungen und Sie selbst rannten hinterher. Sofort? Ja, sofort. Ich habe nicht eine Sekunde gezögert. Natürlich, sofort. Also gut, Sie sind jetzt durch diese Tür hier herausgekommen. Ja, es war alles taghell. Ja, so war's. Aber trotzdem haben Sie niemanden gesehen. Ja, gesehen nicht, aber gehört. Die sind da über die Mauer gesprungen oder dort hinten über den Zaun. Den Aufsprung habe ich ganz deutlich gehört und dann auf der Straße weitergerannt. Aha. Und dann rannten Sie auch? Ja, natürlich, rannte ich gleich dahinter. Ja. Und auch zur Straße? Ja. Das machen Sie mir mal vor. Ich verstehe Sie nicht. Ja, ich meine, laufen Sie mal genauso, wie Sie heute Nacht gelaufen sind. Ja, also Hilfe, Hilfe, Diebe, Mörder, Polizei, Hilfe, Hilfe. Mit dem Mann ist was, Chef. Ich weiß nicht was, aber irgendwas ist nicht in Ordnung. Findest du? Der Frühstück da, wo Kroschmann gefrühstückt hat, die Frau badet in der Schwimmhalle, die benehmen sich doch, als ob ihnen das Haus gehört. Ja, was schließt du daraus? Na, schließen, schließen. Ich finde zunächst mal nicht in Ordnung. Ja. Wo stand die Schwester? Die Schwester? Ja. Da drüben. Kam sie gerade mit dem Fahrrad an oder stand sie schon da? Nein, sie stand schon da. Sie stand schon da? Na, ja, dann müssten Sie doch die Männer ganz deutlich gesehen haben. Das sage ich ja, Herr Kommissar, ist ja meine Rede. Der ist betrunken. Hat er das Kind wieder geschlagen? Ja. Die Polizei müsste man holen. Polizei? Das Kind schreit ja nicht. Ich frage sie, schlägt er dich? Nein, sagt sie, mein Vater schlägt mich nicht. Aber man hört bis auf die Straße, wie er sie schlägt. Ist sie nicht zur Schule? Nein. Ich gebe Ihnen einen Rat, Schwester. Gehen Sie da nicht rein, sonst kriegen Sie auch noch Wasser. Herr Kleine! Herr Kleine! Claudia! Mach auf! Mach die Tür auf, Claudia! Warum gehst du nicht in die Schule?
lässt er dich wieder nicht hin. Warum ist es denn so dunkel hier? Zum Vater! Wo hast du deine Schultasche? Hat er sie wieder versteckt? Wo hat er sie? Ah, ist der schwarze Vogel schon wieder da? Er hat sie reingelassen. Was habe ich dir gesagt? Du lässt niemanden rein, habe ich dir gesagt. Schwächling! Du Feigling! Du schlägst das Kind! Was soll das, ne? Hör mal zu, Alter. Ich habe dich nicht gerufen. Und wenn du nicht sofort aus meiner Wohnung verschwindest, dann Haupt! Was soll denn das? Wer sind Sie? Kriminalpolizei. Was wollen die denn, ne? Haben Sie die Polizei gerufen? Nein. Das hat nichts mit Ihnen zu tun. So. Legen Sie sich ins Bett, schlafen Sie Ihren Rausch aus. Claudia geht in die Schule. Ich räume inzwischen hier auf. Hier sieht es ja aus wie in einem Schweinestall. Es sieht aus, wie es aussieht, wenn einem die Frau davongelaufen ist. Sie soll sich ins Bett legen, habe ich Ihnen gesagt. Alter U. Wo ist deine Tasche? So, komm. Los. Ab. Was ist das für ein Mann? Bauarbeiter. Die Frau ist ihm durchgegangen. Der hätte sie doch beinahe geschlagen. Ich muss hier aufräumen. Da. Sehen Sie sich das an. Oh Gott, warum hast du zugelassen, dass Schnaps erfunden wurde? Was wollen Sie von mir? Ich wollte Sie noch einmal fragen, was Sie heute Nacht gesehen haben. Gesehen? Gesehen? Soll ich schon nachts gesehen haben? Ich bin doch keine Eule, obwohl der da sagt, dass ich ein Uhu bin. Wir haben Fußabdrücke gefunden, dicht an der Mauer. Keine 5 Meter weg von dem Platz, an dem Sie gestanden haben. Was heißt das schon, wenn man zu Tode erschrocken ist? Ich habe ein paar Gestalten gesehen, das ist alles. 20 Jahre, sagten Sie, sind Sie Ihr Gemeindeschwester? Ja. Na, dann kennen Sie ja fast jeden Menschen hier. Ja, ziemlich. Wir suchen 4 oder 5 junge Leute. So jung, dass sie von einem Balkon springen können, ohne sich die Beine zu brechen. Und die hier aus der Gemeinde stammen. Schwester, Sie kennen sich doch hier aus. Wem würden Sie sowas zutrauen? Zutrauen? Sie wissen nicht, was Sie da sagen, junger Mann. Zutrauen kann man jedem. Alles. Außerdem, wer sagt Ihnen, dass Sie aus dieser Gemeinde sein müssen? Müssen nicht, aber es liegt nahe, ne? Es gibt hier viele junge Leute. Das ist wie die Stecknadel im Heuhaufen, Herr Kommissar. Stecknadeln im Heuhaufen sind meine Spezialität. Schwester, wollen Sie mir nicht helfen? Wenn ich etwas wüsste, würde ich es Ihnen sagen. Ihr Orden verpflichtet Sie zur Wahrheit, Schwester, ne? Zur Wahrheit und zur Barmherzigkeit, Herr Kommissar. Und wenn Sie zwischen beiden entscheiden müssten, würden Sie immer die Barmherzigkeit wählen, ja? Und Sie immer die Wahrheit? Das ist mein Beruf. Dann wünsche ich Ihnen viel Glück. Wie geht's deiner Mutter? Weiß ich nicht. Wieso nicht? Weil es mich nicht interessiert. Warum bist du nicht arbeiten? Keine Lust. Was dagegen? Haben Sie der Polizei was gesagt? Lass meinen Arm los. Thank you.
Na, wie geht's? Wie war die Nacht? Ach, mein Kopf. Ich meine Ihre Frau. Auch nicht besonders. Sie steckt bis zum Hals in Schmerzen. Warum kommen Sie denn so spät, Schwester? Hat Sie schon jemand gewaschen? Ach, wer sollte denn? Mein Mann vielleicht? Oder Jürgen? Der fasst doch seine Mutter nicht an. Der doch nicht. Deine Mutter will ich sehen. Komm rein. Setz dich. Warum bist du nicht arbeiten gegangen? Er hat noch Überstunden, gut. Hast du gefrühstückt? War dein Kaffee da? Es war alles da. Frag deine Mutter, wie es ihr geht. Ich sehe doch, wie es ihr geht. Schmerzen, Junge. Überall Schmerzen. Sie will deine Hand. Siehst du das nicht? Ich sehe ja. Schon gut, Mutter, schon gut. Solche Schmerzen, Junge. Wo denn? Und wo hast du die denn? Überall, am ganzen Körper. Die werden vergehen. Gehst du weg? Nein, er bleibt. Ich bin in der Küche. Du bleibst hier. Hier auf diesem Stuhl. Das ist lieb von dir, Junge. Red mit deiner Mutter. Was denn? Gut, gut, in Ordnung. Schön, dass du da bist, mein Junge. Na, können Sie denn die Augen nicht auf? Ach, Sie sind's. Entschuldigung. Was machen Sie denn? Verfolgen Sie mich? Nein. Was machen Sie dann hier? Ach, wir fragen uns so herum. Das Polizeirevier, die Leute, die Nachbarn, das müssen wir ja. Sie haben übrigens einen guten Ruf hier, Schwester, in der Gemeinde. Ich tue meine Pflicht. Ja, naja, schon in Ordnung. Es gibt viele Leute, die Hilfe brauchen. Ja, Ihre Hilfe und die Hilfe der Polizei. Ja? Haben Sie schon etwas herausgefunden? Nein, wir haben bis jetzt nichts feststellen können. Leider. Also, bis weiter. Ja, gute Fahrt. Ja, Ende. Chef, was Neues? Ja? Walter und Robert haben festgestellt, dass Kroschmann Verhältnis mit der Frau seines Hausmeisters hatte. Na, wie haben die das festgestellt? Ja, alle Nachbarn wussten das. Wollen wir jetzt dahin? Nein, nein, fahr du, ich bleibe hier. Die Schwester? Ja. Glauben Sie, dass sie was verschweigt? Ja, das glaube ich. Entschuldige, Ingrid. Die Herren von der Polizei möchten noch Auskünfte. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Darf ich Ihnen etwas anbieten? Ja, gerne. Wein, Whisky oder? Ja, was haben Sie denn da? Es ist alles da. Na gut, dann nehme ich einen Whisky. Ohne Eis, bitte. Aber das ist nicht Ihre Hausmeisterwohnung. Nein, nein. Dies ist Zimmermann. Ja? Nein, das ist der Salon, Herrn Kroschmanns Salon. Ist das ein Kroschmanns Briefpapier? Nein, das ist natürlich das Briefpapier meiner Frau. Ach so, dann ist es also zugleich das Zimmer Ihrer Frau? Ja, Herr Kroschmann hat meiner Frau erlaubt, dieses Zimmer zu benutzen. Ach so. Er wollte es so, es macht ihm Spaß. Danke. Herr Pepper, können wir Sie bitte alleine sprechen?
Ja, gerne. Gehst du mal raus, Ingrid? Welche Beziehung bestand zwischen Herrn Koschmann und Ihnen und Ihrer Frau? Ach so, ich verstehe schon. Sie haben etwas gehört, die Leute haben geredet. Ja, das haben Sie, Herr Pepper. Ja, was denn? Was haben denn diese Leute gesagt? Dass Herr Koschmann und Ihre Frau ein Verhältnis miteinander hatten. Was? Das ist doch ungeheuerlich. Was meinen diese Leute? Ein Liebesverhältnis zwischen Herrn Koschmann und Ihrer Frau, ja. Unsinn. Stimmt ganz einfach nicht. Man darf das nicht so sehen. Herr Koschmann mochte Ingrid. Das ist richtig. Doch auch kein Wunder, oder? Nein. Es ist ganz natürlich, dass Herr Koschmann, dass dem meine Frau gefiel. Es macht ihm Vergnügen, sie anzusehen, sie um sich zu haben. Die ganze Geschichte. Herr Koschmann war nicht verheiratet. Doch, zweimal, aber immer sehr schnell wieder geschieden. Hat keiner lang gelebt in diesem Haus. Diesen Verhältnissen hier, sehen Sie sich doch um. War ganz froh, dass wir ins Haus kamen. Er sagte zu Ingrid, sagte er, bewegen Sie sich, wie Sie wollen, benutzen Sie alle Räume, das Schwimmbad, die Bar, das plötzlich Leben war im Haus. Eine junge Frau, eine schöne Frau, weil das ein Vergnügen war, sie anzusehen, das hat ihm gefallen. Und das haben die Leute missverstanden. Naja, Hauptsache, Sie haben es nicht missverstanden. Ich? Aber um Himmels Willen, was sollte ich missverstehen? Ich war doch immer dabei. Und Ihr Verhältnis zu Herrn Koschmann war... Ja, wie war es eigentlich? Das verstehe ich Sie nicht. Mein Verhältnis durften auch Sie die Leute... Sich, Herr Pepper, darüber, durften Sie sich ja? auch in allen Räumen frei bewegen? Alle Zimmer benutzen, das Schwimmbad, die Bar. Aber ja... Was haben Sie eigentlich verdient? Ich meine, als Hausmeister. Spielt es eine Rolle? Der Mann war Millionär, der hat mich gut bezahlt. Sehr gut sogar. Soll ich eine schlafende Frau anglotzen? Komm jetzt sofort herein. Wie geht es? Mir ist heiß. Jürgen, mach das Fenster auf. Wo ist dein Vater? Wo soll der schon sein? Hol eine Schüssel und wasch deine Mutter. Was soll ich? Sie ist nass geschwitzt. Siehst du das nicht? Sie waschen sie doch immer. Ja? Und jetzt wäschst du sie. Geh in die Küche. Warum gehen Sie nicht zur Polizei? Das ist meine Sache. Glauben Sie, das macht der noch viel aus, wenn ich die Polizei abholt? Ich habe gesagt, das ist meine Sache. Nimm die Schüssel. Machen Sie bloß keinen Notfall aus meiner Mutter. Die weiß, was los ist. Die hat auch schon mal im Gefängnis gesessen, wegen Ladendiebstahl. Hat sie Ihnen das mal erzählt? Das interessiert mich nicht. Die weiß genau, wo Gott wohnt. Das weiß sie nicht. Das weiß niemand. Wasch deine Mutter, oder ich zeig dich an. Jürgen.
bleibst hier. Wenn deine Mutter ruft, dann fragst du, was sie will. Und wenn sie Hunger hat, dann machst du ihr was zu essen. Hast du verstanden? Warum soll ich das tun? Die macht sie doch krank, wenn ich das tue. Du bleibst hier! Was willst du denn? Ich hab solche Angst. Ich hab solche Angst. Schwester. Ich komm heute Abend noch mal vorbei. Jürgen ist ja da. Lassen Sie mich in Ruhe. Ich möchte Sie sprechen, Schwester. Sprechen? Ja. Was wollen Sie denn mit mir sprechen? Sie sehen doch, dass ich unterwegs bin. Ich habe jetzt keine Zeit. Nur ein paar Minuten. Ja, ja, die paar Minuten kenne ich. Ich muss ein Kind versorgen. Jetzt soll ich ein Kind hungern lassen, weil Sie mit mir sprechen wollen? Und trink Milch. Hast du schon Milch geholt? Nein. Wo hat denn das Geld? Hat er dir kein Geld für Milch da gelassen? Hm? Nein. Warte. Nicht einmal Geld für Milch lässt er dem Kind da. Wie viel braucht sie denn? Haben Sie eine Mark? Ja. Komm, dann nimm das Geld und hol Milch. Danke sehr. Das Essen ist gleich fertig. Und sagen Sie schon, was Sie wollen. Warum tun Sie das alles? Warum? Weil es jemand tun muss? Was ist das für eine Frage? Warum tun Sie das alles? Sind Sie besser dran mit Ihrem Beruf? Nein, aber ich frage mich manchmal, wie ich das aushalte. Was ist denn daran auszuhalten? Sie werden bezahlt für Ihre Arbeit. Genau wie ich. Tun Sie es deswegen? So wenig wie Sie. Wo hat denn der Mensch das Salz? Salz hat er nicht, aber Schnaps. Oh, Jesus, sind das wirklich diese Menschen, die du geliebt hast? Interessiert Sie sonst noch was? Ja. Mich interessiert, warum Sie mir verschweigen, dass Sie die Männer kennen, die gestern Nacht bei Koschmann eingebrochen sind und ihn getötet haben. Sie irren sich, Herr Kommissar. Ich weiß nichts. Waren es die Motorradfahrer? Warum lassen Sie mich nicht in Ruhe? Schwester, Sie sind der einzige Zeuge. Und die Mörder wissen das. Angst? Sie
glaube, ich hätte Angst. Ich habe keine Angst. Das Bad. Was ist dabei? Herr Kroschmann hat dir gesagt, beweg dich, wie du willst, schwimm, wann du willst, steht dir alles zur Verfügung, hat er gesagt. Er duzt Ihre Frau. Ja, mich duzt er auch, das war so seine Art. Und Sie haben sie ihn auch geduzt? Ich, hören Sie, ich doch nicht, das hätte sich schön verbeten, Herr Kroschmann, wenn ich ihn geduzt hätte. Sie dürften also nicht alles tun, was Sie wollten. Ihnen stand also nicht alles zur Verfügung. Ich sagte ja sie doch. Sie durften das Bad nicht benutzen, wann Sie wollten. Also, so viel Zeit hatte ich gar nicht, ich hatte zu tun. Haben Sie den Garten gesehen, wie groß dieses Haus hat, mehr als 10 Zimmer? Ich habe gearbeitet. Während Ihre Frau tun und lassen konnte, was sie wollte. Ja, richtig, weil Herr Kroschmann, ich habe ihm doch schon gesagt, dass sie ihm gefiel. Er wollte nicht, dass sie arbeitete. Sie seid so schön dazu, sagte er. Schön zur Arbeit. Pardon. Das war so eine Laune von ihm. Er sagte, eine so schöne Frau dürfe in seinem Haus nicht arbeiten, soll ihm lieber bei den Mahlzeiten Gesellschaft lassen. Sie haben zusammen gegessen, Ihre Frau und Herr Kroschmann. Ja, aber er hatte doch meistens im Haus zu tun. Mittags war er sowieso nicht da, abends ging er oft aus, blieb also meistens das Frühstück. Ihre Frau hat also immer mit Herrn Kroschmann gefrühstückt? Ich bin doch viel früher aufgestanden. Die haben zusammen gefrühstückt, weil ich schon gefrühstückt hatte, um 6. Bin doch immer um 6 aufgestanden. Da haben die ja noch geschlafen, die... Wieso die? Wo denn? Wo hat Ihre Frau denn geschlafen? Wieso? Ja, Sie haben ja eben doch gesagt, ich bin immer um 6 aufgestanden, haben die ja noch geschlafen. Und wir fragen, wo? Wo hat Ihre Frau geschlafen? Ja, was glauben Sie denn, wo sie geschlafen hat? Kommen Sie mal mit. Hat Ihre Frau hier geschlafen? Das ist das Schlafzimmer von Herrn Kroschmann. Das wissen Sie doch. Und was ist das? Was ist denn das? Sind das die Kleider Ihrer Frau? Harry, hol den Chef. Ja, und? Seht ihr die Kleider hier? Sie sehen doch, das ist ein großer Kleiderschrank. Da geht viel rein. Wir haben nur so ein kleines Ding unten, deswegen. Außerdem ist es ja wohl meine Sache. Was hat das mit dem Mord an Herrn Kroschmann zu tun? Ja, vielleicht kennen Sie die Leute, die da nachts über die Terrasse ins Haus gestiegen sind. Nein! Die kenne ich nicht! Was soll denn das? Ist tot. Wann ist sie gestorben? Ich weiß nicht. Ich hab's nicht gemerkt. Hast du ihr die Augen geschlossen? Ich wollte nicht, dass sie mich ansieht. Ja, ist schon gut. Mein Beileid. Ja. Wozu denn?
diesen Dr. Bonsmann holen. Jetzt haben Sie ja keinen Grund mehr, nicht zur Polizei zu gehen. Ja, das stimmt. Jürgen. Was, oh Jürgen? Was wollen die von mir? Darf man mal reinkommen? Können Sie reden, was Sie wollen? Ich kenne die Leute nicht. Was denken Sie eigentlich? Glauben Sie vielleicht, ich habe die geholt? Was mit dem Chef? Er kommt schon. Wer? Guten Abend, Chef. Na, endlich. Na, warten Sie draußen auf uns. Bitte, ja, aber ich sage nochmals, ich kenne die Leute nicht. Aber es war doch schließlich Einbrecher. Ja, es ist gut, Herr Pfeffer. Du lass ihn nicht allein. Also, Chef. Kroschmann hatte mit Peppers Frau ein Verhältnis. Sie hat bei Kroschmann geschlafen. Wir haben ihre Kleider in seinem Schrank gefunden. Während Pepper der Sklave im Haus war, 10 Zimmer zu versorgen hatte und ein Riesengrundstück. Ja, wofür allerdings glänzend bezahlt wurde. Ja, ja, seine Frau wurde ihm sozusagen abgekauft. Und wie wurde er damit fertig? Ja, das ist sein Problem. Ziemlich widerlich, nicht? Wenn man sich das so vorstellt. Ich glaube, ich weiß jetzt ganz genau, wie der Mord abgelaufen ist. Bloß mit den Einbrechern, da komme ich noch nicht zurecht. Na, vielleicht kann ich dir da helfen. Ingrid. Kein Gespräch, bitte. Ingrid. Darf ich? Ja, bitte. Herr Pepper, ja. Sie kamen also gestern Nacht, nachdem Sie ein Geräusch gehört hatten, aus Ihrem Schlafzimmer leise hier herauf. Ja. Und Sie standen ungefähr hier. Ja, ich darf Sie Ihnen zeigen. Ja, hier, genau an der Stelle. Und ich habe überlegt, soll ich raufgehen oder nicht? Und Sie sind draufgegangen? Ja. Bitte, dann tun Sie es. Jetzt den... Ja, ja, bitte machen Sie es. Ja. Bitte. Ich habe Ihnen ja schon erzählt, was passiert ist. Was soll ich Ihnen denn jetzt noch zeigen? Das ist die Tür zum Schlafzimmer von Herrn Kroschmann. Was haben Sie gemacht? Haben Sie geklopft? Ja, zeigen Sie es uns. Vielleicht so? Herr Kroschmann, das sind Einbrecher unten in Ihrem Arbeitszimmer. Herr Kroschmann hatte Licht gemacht. Er kam aus tiefem Schlaf. Aber nicht nur er, auch Ihre Frau, die in diesem Zimmer war, in diesem Bett neben Herrn Kroschmann lag, sah sie an. Die Frau, die Herr Kroschmann Ihnen abgekauft hatte. Stimmt das, Herr Pepper? Ja. Sie wussten es schon lange, dass Ihre Frau hier oben schlief. Aber jetzt sahen Sie es zum ersten Mal. Was ein Unterschied ist. Herr Kroschmann kam heraus und sagte, Einbrecher? Was ist los? Wo denn? Und ging hinunter. Da ging sie. Kommen Sie. Kommen Sie, Herr Pepper. Ja. Ich habe Sie doch richtig verstanden. Sie standen hier an dieser Stelle und zusammen mit Herrn Kroschmann. Ja. Und in diesem Augenblick hörten Sie plötzlich... Und dann ging Herr Kroschmann, der ja kein ängstlicher Mann war, hinein. Kommen Sie. Herr, bitte. Was haben Sie da in der Hand? Ein Messer. Was haben Sie mit dem Messer gemacht? Ich habe damit die Terrassentür aufgebrochen.
Da kam also Herr Kroschmann hier ins Zimmer gestürzt. Und was haben Sie da gemacht? Wir sind wie der Teufel raus. Über die Terrasse. Ja, zeigen Sie es. Na los! Und jetzt waren Sie ganz allein mit Herrn Kroschmann, der vielleicht noch den Burschen nachstürzen wollte. Und in diesem Augenblick, Herr Pepper, sagen Sie etwas. Das Messer, das irgendeiner der jungen Leute vor Schreck hat fallen lassen. Sie heben es auf. Heben Sie es auf! Wollen Sie kein Geständnis ablegen, Herr Pepper? Ingrid. Kann ich den Jürgen gleich mitnehmen? Ja, Einbruch ist Einbruch, Schwester. Auch wenn man einem reichen Mann nur einen Schrecken einjagen wollte. Zuerst müssen die Jungs mal mit ins Büro. Geben Sie ein paar hinter die Ohren und lassen Sie sie laufen. Hinter die Ohren, ja, da werde ich darüber nachdenken. Aber laufen lassen steht leider nicht in meiner Macht. Da werde ich ihm einen Rechtsanwalt besorgen. Hör mal, Jürgen, ich werde dir einen Rechtsanwalt besorgen. Verfluchte Mann, was geht dir das eigentlich alles an? Oh, Jesus, ich tue meine Arbeit um Gotteslohn. Du weißt es, aber ein bisschen was davon auf Erden wäre auch nicht schlecht.